Hallo im Küchengarten. Für das dieswöchige Video habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Und zwar haben sich einige von euch gewünscht, dass ich meinen Garten in einer Übersicht zeige, einen intensiveren Gartenrundgang sozusagen, da mein Garten doch recht verwinkelt ist und man sich teilweise gar nicht auskennt, wo ist man jetzt, wie hängt das Ganze zusammen. Und das möchte ich heute mit euch machen. Und zusätzlich hoffe ich, dass ich ein paar Fotos finde von vorher und nachher im Vergleich, damit ihr seht, wie er sich über die Zeit entwickelt hat. Viel Spaß beim Zusehen! Am besten starten wir mit der Gartenübersicht direkt hier vor unserer Eingangstür. Und der Garten geht dann einmal rundum und am Schluss werden wir wieder hier enden. Und zwar haben wir hier unseren Parkplatz. Hier ein kleines Beet, da habe ich immer Bienenstauden. Eigentlich wollte ich jetzt hier ein Ranggerüst für Kiwibären pflanzen, aber das ist mit dem Nachbarn nicht so ganz vereinbar. Das zeige ich euch dann in einem anderen Video. Jetzt sind wir am Überlegen, ob wir hier diesen Parkplatz, weil wir sehr viel Parkplätze haben, wie ihr hier seht, diesen Parkplatz vielleicht mit halbhohen Beeten bestücken und dort ein Ranggerüst für die Kiwibeere hineinpflanzen. Aber wie gesagt, ein anderes Video dazu folgt. So, dann haben wir hier einen schmalen Streifen mit ein paar Blumen und hier meinen Maibeeren. Dahinter mein Grafensteiner Spalierapfelbaum, der dieses Jahr zwar ein bisschen besser gewachsen ist nach der Winterbehandlung. Ich verlinke euch das Video oben, aber immer noch ein bisschen kränklich aussieht. Und hier ist dann das Außengehege für meine Enten. Das habt ihr ja auch schon in ein paar Videos gesehen. Hier kommen sie raus, wenn es extrem nass und schlammig im Garten innen ist oder auch im Winter, damit die Wiese drinnen nicht total kaputt geht. So, und hier ist jetzt eigentlich erst der Eingang zum eigentlichen Garten. Kommen wir zuerst zu unserem Sitzplatz, der von einer wunderschönen Platane überwachsen ist. Hier ist es immer herrlich kühl. Und hier am Rand an unserem Gartenhäuschen habe ich meinen Pflanztisch. Diesen Sitzplatz haben wir quasi eingezäunt, unter Anführungszeichen, mit zwei Vollholz-Hochbeeten. Das ist ja das Hochbeet Nummer 2 und hier das Hochbeet, hier hinten das Hochbeet Nummer 3. Und hier mit so kleinen Absperrungen für die Enten, hier eine Gartentür, die dann auch meistens zu ist, damit einfach die Enten nicht auf unseren Sitzplatz laufen und dort auch alles verkacken, kann man so sagen. Und ja, damit der Platz einfach nicht die ganze Zeit abgespritzt oder abgefegt werden muss. Wenn ich mich hier einmal um meine eigene Achse drehe, dann seht ihr hier unser Gartenhäuschen. Und hier daneben haben wir dieses Jahr noch mehr an unserer Wasserversorgung gearbeitet. Hier ist mal so eine kleine Grimmskrams-Ecke, wo wir allerhand lagern. Und da haben wir jetzt auch einen 1000-Liter-Container. Da ist eine Pumpe drinnen und hier einen Schlauchwagen sozusagen. Und mit dem können wir das Wasser dann zum Gießen verwenden oder auch um das Entenbad aufzufüllen. Zusätzlich arbeiten wir bei der Wasserversorgung natürlich auch noch mit Regentonnen. Da waren wir dieses Jahr auch sehr tätig, da die letzten Jahre so heiß gewesen sind und dann haben wir dieses Jahr so verregnet gehabt, haben wir jetzt auch nicht damit gerechnet. Wir haben uns an diverse Dachrinnen, an die Fallrohre solche Ausläufe machen lassen, damit wir uns überall im Garten Regentonnen aufstellen können. So, Moment, jetzt gehe ich noch ein bisschen zurück, damit wir das hier richtig sehen. Jetzt geht es eben hier von dem Sitzplatz
Über Lucky, der sich wieder für eine Ente hält. Weiter an eine kleine Kreuzung sozusagen. Hier gerade nach vorne geht es in den eigentlichen Küchengarten, in meinen Gemüsegarten. Und hier rechts geht eine Rampe hinauf zu dem oberen Bereich unseres Gartens. Das ist hier eben so aufgeschüttet, die ganze Geschichte. Jetzt bleiben wir kurz aber hier herunten und schauen uns das einmal an. Hier haben wir eine kleine Wiese, wo sich die Enten auch gerne aufhalten. Hier eine Sitzbank und hier ein Beet mit Stauden für die Vögel und die Bienen. Die großen Bäume hier waren eigentlich einmal Apfelsäulenbäume, die nur in die Höhe gewachsen sind und nie richtig Früchte getragen haben. Aber als Sichtschutz zu diesem Wohnblock, der da daneben ist, sind sie immer großartig im Sommer. Hier haben wir unser Entenhaus und als Dekoration in der Mitte, aber auch um etwas zu pflanzen, eine alte Zinkbadewanne. Da habe ich momentan meinen Winterlauch drinnen, meinen Winterporree und schon ein bisschen Vogelsalat. Der Weg oder Gang kann man schon fast sagen zwischen unserem Sitzplatz und dem Küchengarten ist gesäumt durch einen Spalierapfelbaum von der Sorte Golden Delicious. Der hätte dieses Jahr wirklich wunderbar getragen, aber der Hagel hat die Äpfel etwas angeschlagen und deswegen sind sie eigentlich alle verfault und dann recht früh runtergefallen. Den muss ich jetzt dann auch bald wieder zurückschneiden, den Winterschnitt machen. Und hier in diesem Eck haben wir eine große Silbertanne, die immer sehr viel Nadeln verliert. Aber das war ideal für mich, um darunter ein Waldbeet zu imitieren, weil die Nadeln, wenn sie verrotten, ja ein saures Milieu schaffen, eine saure Erde. Und deswegen habe ich ja hier meine Heidelbeeren drinnen. Kommt auch von hier drüben schön die Südsonne. So, das ist eigentlich ideal. Jetzt gehen wir hier weiter durch den Gang. Das sehen wir hier auch noch ein kleines Beet. Da habe ich dieses Jahr versucht, die Freilandtomaten anzubauen, die Wildtomaten, also Johannisbeertomate und gelbe Wildtomate. Aber die sind ja leider, also gewachsen werden sie super, aber sie sind ja leider der Krautfäule zum Opfer gefallen. Hier habe ich auch noch einen Spalierapfelbaum. Ein paar Äpfel hatte der dieses Jahr dran. Aber so ganz zufrieden bin ich jetzt mit der Ernte von diesen, also nicht Spalier, von diesen Säulenapfelbäumen nicht unbedingt. Okay, der Eingang zum Küchengarten. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, haben wir hier am Rand von diesem Board, das unseren Garten in zwei Etagen unterteilt, überall eine Natursteinmauer. Die haben wir nachträglich über längere Zeit von Hand hier aufgeschlichtet. Und zwar war vorher das Board einfach nur abfallend und die Erde, Wiese, Unkraut und vor allem auch Efeu ist einfach kreuz und quer gewachsen. Und wir wollten hier einfach ein bisschen mehr Struktur schaffen und außerdem durch so eine Natursteinmauer auch einen Lebensraum für verschiedene Kleinstlebewesen schaffen. Da habe ich auch noch einen kleinen Tipp für euch, wenn ihr euch überlegt, so eine Natursteinmauer selbst anzulegen. Bei uns in der Nähe zum Beispiel hat es einen Steinbruch und dort kann man Abfallsteine zu sehr günstigen Preisen abholen. Die lädt man sich, die sucht man sich einfach selber aus einem riesigen Haufen raus, lädt die auf und bringt sie dann zu irgendeinem Beauftragten, der dann so Pi mal Daumen schätzt, was das denn ungefähr kosten könnte. Wirklich nur ein kleiner Betrag. Vielleicht gibt es sowas ja auch in eurer Nähe. Am besten einmal umhören.
Mein Gemüsegarten ist durch den Rest vom Garten durch einen selbstgebauten Schwemmholzzaun abgegrenzt. Das war früher einfach nur ein langes Stück Wiese und ich habe mir das selbst unterteilt. Die Schwemmhölzer haben mir meine Männer, und also mein Mann und meine Jungmannschaft, alle unten beim Rhein, der ist bei uns in der Nähe, zusammengesucht und ich habe das hier zusammengeschustert. Gibt dem Ganzen eine tolle Optik und ist eine tolle Erinnerung. Ja, und dann gehen wir jetzt hier hinein in meinen Küchengarten, der umrahmt wird von einer alten Leiter, die ich mir auch so Pi mal Daumen zusammengeschustert habe als Eingangstor. Dieses Beet habe ich in diesem Jahr neu angelegt. Da habe ich mir gedacht, wenn ich viele Tomaten anpflanzen will, südseitig vor der Trockenmauer, haben sie einen schönen Wärmespeicher und das wird gut wachsen, was sie ja auch haben. Aber die Krautfäule hat sie dahin gerafft. Und jetzt habe ich hier Phacelia ausgesät als Gründüngung. Hier hinten haben wir hinter dem Schwemmholzzaun haben wir eine alte Badewanne eingelassen in den Boden, die auch als Ententeich fungiert. Hier seht ihr das Board, was hinauf zu der oberen Etage geht. Wenn man hier weitergeht, seht ihr hier hinten ja schon mein Gewächshaus. Das neu gebaute Beet von diesem Jahr und einer meiner Komposte. Hier habe ich auch noch ein Beet entlang des Schwemmholzzaunes. Und diese kleine Stiege, die jetzt total überwachsen ist, war eigentlich mal als Entenstiege gedacht, damit die über das Board hier herunterkommen können in den Küchengarten, wenn ich es ihnen denn erlaube. Und hier in meinem Küchengarten habe ich drei Beete angelegt. Hier hinten seht ihr auch noch einen Komposthaufen. Entlang des Sichtschutzes habe ich Beerensträucher. Und hier, gehen wir mal da herum, habe ich ja mein Tomatenhaus. Hier einen alten Tisch, wo ich einfach Sachen abstellen kann. Da ist ja sogar noch mit einer Gurkenernte zu rechnen. Und hier vom Kompost natürlich eine Stiege, auch hinauf zu dem oberen Plateau unseres Gartens, damit man den Kompost einfach erreichen kann von der Küche aus. Wir machen das Ganze jetzt aber andersherum, gehen wieder zurück zum Ausgangspunkt, damit ihr eine ungefähre Übersicht habt, und kommen von der anderen Seite in das obere Plateau. Wieder hinaus aus dem Küchengarten. Nach vorne zu unserem Sitzplatz. Und hier war ja dieser Weg, der hinaufführt. Das war früher auch einfach nur ein Erdhaufen, wo mein Mann mit seinem Vater, also mein Schwiegervater des Vertrauens, in mühevoller Handarbeit hier die Natursteinmauer und diese Rampe aufgeschlichtet hat. Jetzt kann man entweder die Rampe hochgehen oder hier außen herum noch eine kleine Stiege. Hier habe ich auch noch ein Beet gemacht. Früher waren hier einfach nur Steine. Das ist auch teilweise überdacht. Momentan habe ich hier Spinat ausgesät, aber das sieht nicht so aus, als würde da was kommen. Naja. Wenn man hier weiter hinaufgeht, haben wir hier eine kleine Wiese. Und hier
eine Sitzlounge, wo wir im Sommer wahnsinnig gerne sitzen. Die ist aus Bauholz. Da gibt es dann noch so Sitzkissen drauf. Es ist wirklich herrlich zum Sitzen. Dann haben wir hier für die heißen Tage einen Whirlpool stehen. Das haben wir uns gegönnt vor ein paar Jahren. Das ist wirklich herrlich, das möchte ich nicht mehr missen. Hier kennt ihr ja schon mein Fensterbeet. Und dann geht es hier weiter zu einem kleinen Ententümpel, den wir regelmäßig auspumpen und mit neuem Wasser füllen. Und wenn man hier links von dem Ententümpel weitergeht, seht ihr hier noch einen kleinen Durchgang und die Stiege, die ich euch vorher gezeigt habe, wieder hinunter zu meinem Gewächshaus, zu meinem Küchengarten und zum Kompost. Ja, und hier am Ententümpel vorbei, an Hochbeet Nummer 1, das war das allererste Hochbeet, das wir jemals gebaut haben. Das liegt schon, da muss ich mal nachrechnen. Also, ich denke, das liegt 9 Jahre zurück. So sieht es auch aus, aber es erfüllt immer noch seinen Zweck. Hier als Durchgang zu unserem oberen Sitzplatz, der direkt von unserem Esszimmer hinausführt, vorbei an diesem kleinen Beet, wo ich dieses Jahr ja Tomaten hatte. Eine steht noch, die tapfer kämpft, aber der wird jetzt auch schon zu kalt. Ja, und hier geht es nun zu unserem Sitzplatz, den wir hier mit einer Traube umrankt haben. Auch wieder ein Wasserfass zum Gießen von Hochbeet Nummer 1. Ein Holzgrill. Und wenn wir hier weitergehen, kommen wir nach New Bedland hinaus. Das ist dieser Bereich meines Gartens, der am jüngsten ist, den ich im letzten Herbst, Winter erst angelegt habe. Das war vorher ja alles Lorbeerhecke. Ich verlinke euch die Videos, wie ich das gemacht habe, sehr gerne oben in der Ecke, damit ihr euch das ansehen könnt. Hier ist allerdings immer noch Baustelle. Hier hat mein Mann jetzt letzthin Stiegen hinuntergebaut. Na, wer kommt denn da? Möchtest mit mir da nach draußen nach dem rechten sehen? Na komm, wenn mal die Katze nicht dabei ist. Hä? Komm, Rösli. Na komm, darfst du mal nach Schnecken suchen. Da hat sie sicher ganz viele. Hä? Ja, hier unten soll dann noch Kompostwirtschaft entstehen. Für alte Topferde, die ich mit Bokashi aufwerten will. Und hier drüben wird ja unser Hühnerhaus hinkommen. Für Hühner, die wir im nächsten Jahr planen. Ja, na geh mal, schau nach dem Rechten. Hier warst du schon lange nicht mehr draußen, gell? Und hier in New Bedland habe ich alles abgeerntet, wenn man das Ernte nennen kann. Hier hatte ich ja meine Kartoffeltürme, in die ich große Hoffnungen gesetzt habe. Das Video verlinke ich euch auch gerne. Das war aufgrund der Krautfäule ein komplettes Desaster. Matschige Kartoffeln, wenig Ernte. Also kein Ertrag eigentlich, hat mich ziemlich frustriert. Aber ich denke, ich werde es im nächsten Jahr nochmal versuchen und hoffe, dass die Bedingungen einfach besser sind. Und hier habe ich mittlerweile alles mit Knoblauch, mit meinem Winterknoblauch. Eingesät kann man hier nicht sagen. Ich habe den Winterknoblauch gesteckt und in den vorderen Beeten Zwiebel, Winterzwiebel. Und unterhalb von den Beeten seht ihr ja meine Naturwiese, meine Nützlingswiese. Die habe ich auch schon etwas heruntergeschnitten, damit sie schön mager bleibt. Einen Kartoffelturm habe ich hier noch, aber man sieht, das ist ein Trauerspiel. Das hat mich dann so frustriert am Schluss, dass ich da schon die Ernte unter Anführungszeichen komplett von mir geschoben habe. Sollen wir mal reinschauen? Oh je, da ist ja sogar was. Oh, diese reiche Ernte, unglaublich.
Entschuldigt den Sarkasmus bitte. Ja, und hier geht es weiter über kleine Stiegen hinunter zu unserem Carport. Und ihr ahnt es schon, wenn man jetzt hier weitergeht, kommen wir wieder nach vorne zu unserer Eingangstür. Etwas habe ich euch allerdings noch verschwiegen oder besser gesagt nicht gezeigt. Und das ist hier hinter mir. Das ist nämlich, wie gesagt, weil wir Hühner dort in diesem Bereich planen, noch eine totale Baustelle und ein großer Unkrautzuchtplatz. Allerdings Unkraut in einem Naturgarten ist eh nie Unkraut, sondern Beikraut. Und dort hinten kreucht und fleucht alles, was will. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir in diesem Jahr schon Hühner haben werden. Und deswegen habe ich dort nicht mehr groß gerodet sozusagen, weil ich mir dachte, dann haben die Hühner wenigstens gleich einiges an Grün zum Fressen und zum drin herumtollen. Allerdings hat es jetzt doch gedauert mit den Hühnern und sie werden erst im nächsten Jahr kommen. Schauen wir es uns mal an, wie es dort aussieht. Das ist eben hier in New Bedland. Hier sind wir ja gerade die Stiegen runtergekommen. Und hier führt noch ein kleiner schmaler Weg. Das hier, dieser Zaun gehört schon unserem Nachbarn. Das ist also hier wirklich am Rande unseres Grundstücks. Führen noch ein paar Stiegen hinunter. Hier sind ja die neuen Stiegen wieder hinauf zu unserem Sitzplatz. Und hier hat mein Mann schon die Böschung begradigt und aufgeschlichtet, wo hier oben eben das Hühnerhaus drauf soll. Und der Auslauf der Hühner ist dann hier hinten am Rande unseres Grundstückes. Ja, man sieht nicht viel. Wie gesagt, es ist sehr verwildert, weil es sonst von uns nicht genutzt wird. Man sieht hier rechts den Sichtschutz, der ist schon wieder vom Nachbarn. Aber hier dieses, ich halte das mal ein bisschen höher, hier dieser Bereich ist doch an die 3 Meter breit und an die 6 bis 8 Meter lang. Und hier ist wirklich ein wunderbarer Platz, auch noch mit Büschen und einer Natursteinmauer, wo sich diverse Insekten verstecken. Ein wunderbarer Platz für Hühner und wir werden dann auch noch hier oben ein Netz drüber spannen, damit die Hühner geschützt sind vom Habicht. So haben wir uns das vorgestellt und ich denke, das wäre eine gute Sache. Ja, wie gesagt, die Kunst besteht darin, in einem Hausgarten auch noch den letzten Winkel nutzbar zu machen für sich selbst, für Tiere, für ein gemeinsames Leben, für ein nachhaltiges Leben. Und das versuche ich hier und das macht unglaublich viel Spaß. Ich hoffe, dieser Gartenüberblick hat euch Spaß gemacht. Ich danke euch wie immer sehr, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr mit mir mitgekommen seid in den Küchengarten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen rauf da lasst oder ein Abo für meinen Kanal. Und dann sehen wir uns nächste Woche auch wieder am Mittwoch hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!